Einer der bekanntesten und auch wahrsten Sprüche, die ich jemals gehört habe, ist Never judge a book by its cover. Und das ist selbstverständlich auch auf Filme anzuwenden. Ja, die Qualität des Cover- oder Poster-Artworks sagt natürlich überhaupt nichts über die tatsächliche Qualität des Films aus. Aber es ist meistens trotzdem das Erste, was wir von einer Filmproduktion wahrnehmen. Es ist genau das, was in den 80er Jahren einem damals in den Videotheken in das Gesicht gesprungen. Es ist das, was wir auf Shopseiten sehen, was wir bei Vorankündigungen sehen. Und ich glaube, ich spreche in dem Fall nicht nur von mir, wenn ich sage, es ist auch etwas, das uns in ganz, ganz, ganz vielen Fällen schon dazu überredet hat, Filme zu kaufen, die wahrscheinlich unter anderen Voraussetzungen nicht in unsere Sammlung gekommen wären. Und da gibt es natürlich von der guten alten VHS-Zeit bis zu jetzt einfach absolut großartige Talente, die uns phänomenale Cover-Artworks servieren und dazu auch in meinem Fall eben zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass ich mir Filme, die ich schon in 10 verschiedenen Versionen habe, gerne und gut in noch 10 weiteren kaufen. Aktuell haben wir Leute wie Rick Melton, Graham Humphreys, The Dude Designs, Timo Würz, ein absolut großartiger Künstler, um natürlich nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber wenn ich in die Vergangenheit zurückdenke, dann gibt es wahrscheinlich 3 Leute, die die Präsentation von Covern und Filmplakaten, generell die Wahrnehmung der internationalen Filmgemeinde so geprägt haben wie Drew Struzan, Renato Casaro und Enzo Schotti. Und Enzo Schotti ist sicherlich der Künstler, dessen großartige Zeichnungen, dessen großartiges Talent niemandem von uns jemals entgangen ist. Ich meine, immerhin, Enzo Schotti wurde geboren am 24. September 1944 und ist jetzt am 11. April 2021 im Alter von 76 Jahren leider verstorben. Mit diesem Alter hat er aber trotzdem in 6 verschiedenen Jahrzehnten Filmposter abgeliefert. Über 3000 Filmposter und für Filmveröffentlichungen angefertigte Zeichnungen gehen auf Enzo Schotti zurück. Das ist ein unglaublicher das Ausmaß eigentlich an Arbeit und an großer Kunst, weswegen man sagen muss, Enzo Schotti ist einer der wenigen, der es schafft, sowohl Qualität als auch Quantität perfekt zu repräsentieren. Und für mich als großer Filmfan ist der Verlust von Enzo Schotti tatsächlich ein sehr schwerer, weil nicht nur seine guten alten Cover-Artworks von Videokassetten, die wir natürlich sicherlich in der nächsten Zeit immer wieder auf brandneuen Veröffentlichungen sehen werden, absolut beeindruckend ist, aber Enzo Schotti ist einer der wenigen Meister, der es geschafft hat, bis ins hohe Alter, bis quasi zu seinen letzten Jahren, immer noch ein phänomenales Design nach dem anderen rauszuhauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir feiern das Andenken an den Maestro Enzo Schotti damit, dass wir uns beschäftigen mit eigentlich seinen schönsten Arbeiten aller Zeiten. Bei 3000 Stück gibt es da eine Menge Auswahl. Deswegen habe ich mich für dieses Video auch darauf konzentriert, meine Auswahl von den möglichen Kandidaten auf seine selbst herausgegebenen und veröffentlichten Bücher zu beschränken. Es ist wenig sinnlos und vor allem auch kaum möglich, in einer Sammlung von 12.000 DVDs jetzt Suche nach Enzo Schotti Artworks. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe hier nach der quasi Vorauswahl aus den beiden Cinema Dipinto Büchern. Und interessanterweise, das möchte ich ganz am Anfang noch erwähnen, wenn man auf die letzte Seite des ersten Buches steht, wird hier mehr oder weniger eine dreiteilige Collection erwähnt, von der dieses Buch der erste Teil sein soll. Aber ich habe im Internet ausschließlich die Volumes 1 und 2 gefunden und deswegen ist das das, wonach ich gehe. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn auch ihr ein bisschen zurückdenkt, was Enzo Schotti eigentlich in den letzten Jahrzehnten geleistet hat. Und bitte postet mir Links, Titel,
zu anderen großartigen Artworks von Enzo Schotti in die Kommentare von diesem Video. Seid ihr der Meinung, dass ich irgendwelche Filme und Artworks ganz sträflich vernachlässigt habe, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Schreibt mir eure persönlichen Lieblingsartworks von Enzo Schotti und ich muss zugeben, es war wirklich nicht leicht. Und ich habe es mir auch nicht leicht gemacht, aber ich habe es im Endeffekt reduziert auf 10 Stück. Das sind meine persönlichen Top 10 der besten Artworks und besten Poster-Designs von Enzo Schotti. Und beginnen möchte ich auf Platz 10 mit einem Artwork, das einerseits nämlich nicht nur ein großartiges Cover-Artwork ist, sondern für mich auch wirklich etwas, das mir emotional wahnsinnig viel bedeutet. Es war, ich glaube, das allererste Enzo Schotti-Artwork, das ich in meinem gesamten Leben jemals gesehen habe. Es war auch der allererste Film dieser Art Filme, die ich jemals gesehen habe. Und es war damals tatsächlich im Geschäft Enzo Schottis Artwork, das mich dazu gebracht hat, mir die DVD zu kaufen und mich damit in eine komplett neue Welt des Films hineinzuholen. Es ist außerdem relativ passend, wenn ich mich richtig zurückerinnere, als ich damals bei Playzocker vs. Italo Fila die Top 10 der besten Lucio Fulci Filme gemacht habe, war eben dieser Film, der mich in die Welt von Lucio Fulci eingeführt hat, auf Platz 10 und deswegen finde ich, passt es auch sehr gut, das dazugehörige Cover-Artwork von Enzo Schotti auch dieses Mal auf Platz 10 zu nehmen. Die Rede ist vom Nightmare Concert. Und dieses Cover-Artwork, dieses Poster-Design ist für mich nämlich alleine auch deswegen so absolut großartig, weil ich war damals, als ich den Film bekommen habe, wahrscheinlich 12, 13 Jahre alt, mit 11 habe ich damals meine graue Katze bekommen, die man in den ersten Videos immer wieder auch noch gesehen hat. Und damit natürlich für mich als Besitzer einer grauen Katze war dieses Artwork von einer großartig gezeichneten, struppigen, grauen Katze, deren gierige Augen durch die leeren Höhlen von diesem Totenschädel schauen, auf der damaligen Red Edition DVD. Das war großartig. Das ist mein Platz 10 der besten Artworks von Enzo Schotti. Weiter geht's mit dem Platz 9 und witzigerweise ist das ein Film, der sogar in einer Lucio Fulci Collection gemeinsam mit Nightmare Concert veröffentlicht wurde. Ein Film, ich glaube, über dessen filmische Qualitäten wir gar nicht diskutieren brauchen, weil der Film ist Schrott. Aber das Cover-Artwork war es eben wieder, das mich dazu gebracht hat, dass ich mir den Film anschaue. Wir reden von einem Film von Leandro Luchetti aus dem Jahr 1989, der groß Lucio Fulci Presents vorne drauf stehen hat. Wahrscheinlich nur, weil er einige Szenen aus dem Film dann für Nightmare Concert verwursten wollte. Aber ganz ehrlich, so grottenschlecht Film auch ist, dieses Cover-Artwork von Snakehouse, a.k.a. Bloody Psycho, ist eines der genialsten Bilder, die Enzo Schotti gezeichnet hat. Was ich in dem Fall absolut genial finde, sind diese verwesenden Hände, die diese bluttriefende Axt halten, während eben die titelgebende Snake von diesem Snakehouse sich quasi wie beim Apothekenstab um diese Axt herum wirklich eine großartige Idee hat. Natürlich gar nichts mit dem Film zu tun, aber ich finde es einfach nur phänomenal. Weiter geht's mit etwas komplett anderem, das ich hier jetzt auf der Nummer 8 habe. Nein, brauche ich immer noch dieses Buch. Auf Platz 8, diesmal jetzt kein Horrorfilm, sondern ein Artwork, das ich tatsächlich, bevor ich die Enzo Schotti Bücher bekommen habe, noch kein einziges Mal gesehen habe, aber das alleine für mich ausschlaggebend ist, ich muss diesen Film sehen. Wir bleiben in Italien, wir bleiben im besten Jahr 1988 bei einem Actionstreifen von Sergio Martino, der hierzulande zwar im Kino gelaufen ist und dann auch von New Vision auf VHS-Kassette veröffentlicht wurde. Beide Versionen übrigens tatsächlich mit dem Cover-Artwork von Enzo Schotti. International ist der Film bekannt unter dem Titel The Opponent. Hierzulande heißt er Sein härtester Gegner. Und ja, ich weiß, es hätten wahrscheinlich die meisten von euch eher erwartet, das großartige Enzo Schotti-Motiv von Bloodsport hier auf meiner Liste zu sehen. Aber
Ich finde tatsächlich im Verhältnis zu dem auch natürlich großartigen Bloodsport-Motiv ist das hier von The Opponent noch wesentlich actionreicher, noch wesentlich cooler. Diese Boxszene hat einfach so viel Dynamik, so viel Action, dieses gleißende Licht und dann natürlich absolut großartig noch Ernest Borgnine hier oben zu sehen. Das ist wirklich ein grafisches, wahnsinniges Meisterwerk. Aber jetzt noch einmal ein absolut harter Stilbruch eigentlich, wenn wir uns den Platz 7 anschauen. Dafür bleiben wir Ende der 80er Jahre, aber wir bewegen uns von Italien weg nach Amerika. Diesmal ein Cover Artwork, ebenfalls eine absolut großartige Zeichnung, die unbedingt irgendwann einmal auch in einer Form eines Mediabooks oder sonstige Sachen in meine Sammlung kommen muss. Aber das ist der wahnsinnig coole Film Meine teuflischen Nachbarn, aka The Burbs, mit Tom Hanks. Ein Film von Joey Dante, ein wirklich unterhaltsamer, wirklich cooler, vor allem Film für Filmfans mit einigen Querverweisen und Referenzen. Aber das, was Enzo Schotti hier abgeliefert hat, das, was er in diesem Design und in diesem Poster-Artwork vereint hat, das ist, finde ich, einfach nur großartig und vor allem finde ich es absolut genial, wie eben die einzelnen Charaktere hier so phänomenal dargestellt und präsentiert werden. Das finde ich bemerkenswert. Weiter geht's mit einem anderen Cover-Artwork von einem Film, wo mich jetzt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, den ich bis jetzt noch weder gesehen habe, noch in welcher Form auch immer in meiner Sammlung habe, es ist tatsächlich ein Cover-Artwork, das mir immer wieder begegnet ist, ist damals, glaube ich, von X-Rated veröffentlicht worden, der Film, auch mit diesem Cover-Artwork. Hier haben wir den Teufelsgeiger quasi. Ich stelle mir immer wieder das als alternatives Cover-Artwork für den Teufelsgeiger mit David Garrett vor. Aber es ist in dem Fall der Blutgeiger von Venedig in dem Film Paganini-Horror von Luigi Cosi. Und das ist doch ein großartiges Design. Ich liebe diese Art, wie hier oben eben der Blutgeiger dargestellt wird. Vor allem dann eben auch noch diese blutverschmierten Partituren drunter. Das sieht absolut großartig aus. Und man merkt eben auch bei diesen Artworks, die wir bis jetzt gesehen haben, eben wie genial es Enzo Schotti immer wieder geschafft hat, jeden einzelnen Millimeter, der hier auf der Fläche zur Verfügung stellt, perfekt zu nützen. Allein eben, dass dann natürlich noch der Geigenbogen ein bisschen Blut tropfen muss, ist ja klar, versteht sich von selbst beim Horrorfilm, aber da hat Enzo Schotti wieder was absolut Großartiges abgeliefert auf Platz 6. Und wir kommen zu einem ganz neuen Film, einem Film, den ich mir wahrscheinlich nicht einmal gegen Bezahlung gerne anschauen würde. Wer mich kennt, weiß, ich hasse Found-Footage-Filme. Und deswegen ist der Film Wer, das Biest in dir, für mich auch persönlich dermaßen mit Abneigung besetzt, dass ich zwar eine Version von dem Film irgendwann einmal offensichtlich um 1 Euro bekommen habe, die alte DVD, nämlich sogar noch von Ascot, und mich damals sogar geweigert habe, das Mediabook von Nameless zu kaufen. Etwas, das ich übrigens heute sehr bereue, und wenn ich mir irgendwann einmal die Möglichkeit habe, werde ich das vielleicht noch nachholen, weil nicht, weil mich der Film jetzt plötzlich mehr interessiert, aber das, was Enzo Schotti für den Film Wer aus dem Jahr 2013 abgeliefert hat, das ist einfach nur absolut phänomenal. Man hat natürlich ein bisschen den Eindruck, wenn man dieses Motiv der Dame hier auf dem Motiv des Mediabooks sieht, ja, Enzo Schotti hat offensichtlich ein bisschen auch bei Rick Melton reingeschaut und seinen Stil ein bisschen adaptiert, weil auch wenn die Artworks von Enzo Schotti schon immer wieder ganz gern reißerisch waren, wie eben zum Beispiel auch bei The New York Ripper oder so, es ist schon irgendwie eine andere Dimension. Aber ich mag eigentlich am meisten die Art, wie dann dieser Werwolf-Schatten hier im Hintergrund eben an die Wand geworfen wird. Das ist ebenfalls ein absolutes designtechnisches Meisterwerk, das Enzo Schotti hier abgeliefert hat. Weiter geht's ebenfalls mit einem absolut großartigen Design. Eben wieder mal was ganz anderes. Wir bewegen uns zurück ins Jahr 1985 zu einem Film von Ferdinando Baldi. Und zwar ein Kriegs-Action-Streifen unter dem Titel War Bus. Und War Bus hat von Enzo Schotti
wage mich fast aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich das sage, aber wahrscheinlich das geilste Cover-Artwork bekommen, das ein Actionfilm jemals spendiert bekommen hat. Auch da ist eben zum Beispiel der von Cineploid veröffentlichte Titel Brothers in Blood, wo ich mir persönlich zwar aufgrund des Stils recht sicher bin, dass es ein Shoddy-Motiv ist, aber nicht 100%, deswegen habe ich den mal weggelassen. Aber auch das ein großartiges Artwork, aber auch das kann, finde ich, nicht ganz mit Warbus mithalten. Auch hier, jeder einzelne Millimeter mit diesen absolut feinen, großartigen Pinselstrichen von Enzo Schotti gefüllt. Diese phänomenalen Details, diese absolut beeindruckende Abwechslung, wie eben wirklich jedes noch so kleine Detail einfach brillant und mit einer himmelschreienden Hingabe hier gezeichnet wurde, mit eben dem meisterlichen Pinselstrich von Enzo Schotti. Das ist in meinen Augen eines seiner absolut großen Meisterwerke, der Warbus. Aber wir haben noch drei und es wird noch besser, was man sich kaum vorstellen kann. Platz 3 ist die Seite 115, fast. In diesem Buch, und wer mehr von den Cinema di Pinto Büchern von Enzo Schotti sehen möchte, ich habe beide Bücher hier auf dem Kanal ausgepackt, da sieht man natürlich dann auch Artworks von komplett anderen Filmgenres, die mir persönlich jetzt nicht ganz so liegen wie die meisten alten italienischen Komödien zum Beispiel. Auch da war Enzo Schotti wahrscheinlich so gut wie jeden einzelnen Filmplakat beteiligt, aber für mich ebenfalls etwas Neues und wieder etwas, das er im Auftrag von Nameless erzeugt hat, aber das ist einfach ein Wahnsinn. Ich habe selten eine derartig brillante Zeichnung und Darstellung von Bruce Campbell gesehen. Selten wurde, finde ich, die Essenz von einem Film in einem einzelnen Motiv dermaßen großartig eingefangen, wie hier bei diesem Buch vom Original Tanz der Teufel, The Evil Dead. Sieht einfach nur phänomenal aus, wurde natürlich auch als Mediabook Artwork von Nameless dann verwendet. Auch hier muss man natürlich erwähnen, dass Enzo Schotti natürlich auch für den 2013er Evil Dead ein absolut großartiges Design abgeliefert hat. Aber mir persönlich gefällt hier diese Version vom absoluten Klassiker noch eine Spur besser. Aber apropos noch eine Spur besser. Wir kommen zu Platz 2 und das ist tatsächlich wieder ein Film, von dem ich fast durch diese Top-10-Liste jetzt erst erfahren habe. Es gibt zwar DVDs von X-Rated und dann noch von VZM eine andere DVD-Auswertung mit FSK-Freigabe, die zwar laut OFDB vielleicht sogar ungekürzt ist. Die Laufzeit ist ca. 30 Sekunden kürzer als die alte X-Rated DVD. Also wer weiß, aber auf jeden Fall ist das Schotti-Artwork auf dieser 16er DVD so unpackbar abgedunkelt, dass man es kaum mehr erkennen kann, sofern der Scan in der OFDB passt, während auf der Hardbox von X-Rated das Cover in seiner ganzen Großartigkeit zu sehen ist. Genauso auch auf der alten deutschen VS von Splendid Film, beziehungsweise natürlich wahrscheinlich auch bei anderen Geschichten. Man darf nicht vergessen, Ghost House 2 von Lamberto Bava ist nicht einmal ein Kinofilm. Das war damals sogar ein Fernsehfilm, der auch noch unter den Titeln Demons 3 The Ogre, aha, beziehungsweise eben international auch bekannt unter dem Titel Once Upon a Time The Ogre. Ja, ich habe den Film unter dem Titel jetzt nicht so wahnsinnig gefunden, aber es steht zumindest in dem Buch. Aber das ist das Artwork von Enzo Schotti zu Once Upon a Time, The Ogre. Auch hier, ähnlich eigentlich wie bei Wer, ein Motiv, wo eben diesmal das junge Mädchen gefangen ist hinter diesen rostigen Eisenstäben und dann haben wir das Schloss, das sie eingesperrt hat und ja, die Rettung naht offensichtlich, jemand hat einen Schlüssel, aber ich glaube, die haarige Hand in dem Fall verheißt definitiv nichts Gutes. Dieses Bild ist auf so viele Ebenen einfach nur grenzgenial, weil es mich einerseits die Hoffnung, andererseits alleine, wie es Enzo Schotti geschafft hat, diesen ihr in den Augen stehenden Terror, diese Angst einfach zeichnerisch darzustellen, das ist brillant, ein wundervoll
aufgeteiltes Cover-Artwork. Das hier sollte unbedingt noch einmal, vielleicht im besten Fall in irgendeiner Mediabook-Version, veröffentlicht werden. Wer weiß, ob es Ghost House als Fernsehfilm jemals zu einer Blu-ray oder zu einem Mediabook bringt, aber selbst wenn nicht, X-Rated, ich hätte das irgendwie gern. Vielleicht kann man da ja noch was machen. Und das Nummer 1 Enzo Schotti Cover. Ich kann es kaum erwarten, bis dieses Cover-Artwork irgendwann einmal erscheint. Es wäre dann wahrscheinlich die 758. deutsche Auflage von diesem Film, aber jede einzelne davon hatte ihre Berechtigung. Selten hat ein Film derartig unendlich viele großartige Cover-Artworks bekommen. Selten hat es eigentlich ein Film nach einer SpioJK-Freigabe und einer Indizierung auf eine Altersfreigabe ab 16 Jahren geschafft. Good Evil Dead kam von der Beschlagnahme auf diese Altersfreigabe. Aber meine Nummer 1, das meiner Meinung nach schönste Cover-Artwork, das Enzo Schotti jemals gezeichnet hat, ist dieses hier. John Carpenter's The Thing. Das ist doch einfach nur genial. Ein großartiges Artwork, das finde ich mich allein, wie eben dieser Spinnenkopf dargestellt wurde, brillant, wie dann eben auch so diese sich verformenden und veränderten Körper hier oben großartig dargestellt werden. Das ist in meinen Augen so eine Meisterleistung, so eine großartige Zeichnung und eben auch etwas, das zeigt, Enzo Schotti war genial in den 70er Jahren, Enzo Schotti war genial in den 80ern, in den 90ern und Enzo Schotti war auch im Jahr 2020 immer noch genial. Aber jetzt ist der Maestro von uns gegangen und am besten beende ich das Video mit denselben Worten, die man momentan auch auf seiner eigenen Homepage lesen kann. Ciao, Maestro. Ciao, Enzo. Danke für die vielen großartigen Artworks. Danke für die unzähligen 1000 Stunden, die in diesen phänomenalen Artworks gesteckt haben. Ich denke mir, ein derart respektierter, großartiger Künstler weiß und wusste, was wir Fans von seinen Arbeiten halten. Aber trotzdem bin ich der Meinung, in solchen Fällen, man kann nie dankbar genug sein. Und deswegen, Enzo Schotti wird auf immer einer meiner Lieblings-Cover-Artworks und Poster-Artwork-Gestalter sein. Aber wenn ich darüber nachdenke, über die Menge an phänomenalen Artworks und die Zeitspanne, die Enzo Schotti abgedeckt hat, würde ich fast sagen, Enzo ist nicht nur der Maestro, er ist auch eigentlich ungeschlagen die Nummer 1. Der beste, talentierteste, großartigste Poster-Designer und Cover-Artwork-Künstler, der jemals gelebt hat. Und muss mir trotzdem, obwohl ich es in dem Video jetzt schon ein paar Mal getan habe, jedes Mal aufs Neue wehtut, wenn ich von ihm in der Vergangenheit spreche. Aber Enzo Schotti persönlich ist jetzt vielleicht Vergangenheit. Aber seine Kunst, seine Artworks, sein großartiges Talent wird immer weiterleben. Ciao.